Man kann getrost sagen, es ist der schönste Campingplatz an der Elbe bei Dessau-Roßlau. Circa 60 Mitglieder der Wassersportfreunde Rottleben haben dieses Kleinod geschaffen und nach Hochwassern immer wieder hergerichtet. Entstanden ist der Verein 1957 als BSG Chemie Rottleben. Damals schrieb man den Kanusport ganz groß. Später holte man sich noch Motorbootsportler ins Boot und benannte sich 1991 in Wassersportfreunde Rottleben um. Heute haben auch Nichtmitglieder die Möglichkeit, dieses einmalige Ambiente direkt am Elbestrand zu genießen und mit ihrem Wohnwagen oder Zelt bei den Wassersportfreunden Station zu machen. Mit dem Tag der offenen Tür verfolgen die Wassersportler einen sinnvollen Zweck. Wir wollen Mitglieder gewinnen, also Leute, die so ticken, sage ich mal salopp, wie wir, sprich Freizeit genießen hier in der schönen Natur. Wir haben Platz. Und wir wollen natürlich auch, sage ich mal, so ein bisschen das Altersgefüge, was sich ja über die Jahre dann auch aufbaut, begradigen. Also sprich, ich sag mal, jüngere Mitglieder finden, die sich ja auch wohlfühlen. Es ist eine dufte Truppe, die da am Elbekilometer 259 ihr Domizil aufgeschlagen hat und zahlreiche Annehmlichkeiten vorweisen kann. Als neueste Errungenschaft hat jeder Dauercamper einen eigenen Stromanschluss erhalten. Doch auch Rückschläge gab es. Der Juni 2013 sorgte für Chaos bei den Sportfreunden. Das letzte Jahr können wir komplett eigentlich auch streichen, was das Vereinsleben anbelangte. Wir haben versucht, das Beste daraus zu machen. Hier, wo wir jetzt stehen, wären wir komplett einen Meter unter Wasser. Na, das muss man sich mal so vorstellen, auf der Fläche gesehen. Wir haben eigentlich die ganze Freizeit, die dann noch verblieben ist, geopfert, um halt das Bootshaus, unser Gelände wieder in Ordnung zu bringen. Es war schon Wahnsinn. Das Altersgefälle im Verein ist groß. Das älteste Mitglied ist 77 Jahre alt und das jüngste gerade einmal 3 Monate. Eine bunte Truppe, die da im Sommer ihr zweites Zuhause an den Mückenbergen in Dessau-Roßlau hat. Das ist eigentlich eine dufte Truppe. Wir haben gut 60 Mitglieder, inklusive unserer Kinder. Freizeit wird gestaltet an der Elbe, beim Angeln, wie Sie schon richtig festgestellt haben, die verschiedensten Interessen. Wie gesagt, auch Bootfahren und Kanu, Paddeln, Sportbootfahren, einfach mal Essen fahren nach Brambach auf die Seeterrassen. Na, das ist so Freizeit genießen. Unter dem Motto, durchs Tor fahren, Alltag draußen lassen und Freizeit genießen, steht das Leben bei den Wassersportfreunden Rottleben. Und wer einmal seine Freizeit an der Elbe verbracht hat, wird dieses Gefühl nicht mehr missen wollen.